wunderschönen guten Tag, meine lieben Schildkröten, zur dritten Folge von Ark Survival Evolved. Ja, wir sind zurück. Heute wollen wir uns auf jeden Fall unsere ersten Dinos oder unseren ersten Dino ziehen. Ich habe dafür eigentlich alles relativ gut vorbereitet. Wir haben Narkosemittel, wir haben Pfeile, wir haben da unten die drei Bola zum Fangen. Die werfen wir quasi um die Beine und dann können die nichts mehr machen und sind gefesselt. Wir brauchen jetzt noch die Armbrust und ich wollte mir auf jeden Fall noch Giftpfeile machen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall einen Flugsaurier oder so bekommen. Let's go. Shit. So. Hier greift mich gerade ein Alligator an. Warum auch immer, er kam aus dem Nichts. Wir machen ihn auf jeden Fall kurz platt. Wir haben 50 Pfeile. Jetzt, oder eher gesagt, hatten wir. Ich jag hier so ein bisschen rum und alles. Scheiße, scheiße, der kommt hier hoch. Warum kommst du hier hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh mein Gott. Ja, heftig, krass. Krass. Okay, haben wir. Dodo. So, hätten wir auch. Wir brauchen auf jeden Fall noch und alles dann auch für die Sättel, deshalb können wir die hier eigentlich nur noch nebenbei alle holen. Und ja. Tribe. Okay. So, Giftpfeile. Jetzt brauchen wir einen Dino. So, wo haben wir denn einen Dino? Da hinten, den könnten wir uns, ein Parasaurus. Wie wäre es denn mit einem Parasaurus? Der sieht doch eigentlich ganz nice aus. Da ist auch noch ein Flugsaurier. Den, ja, den Parasaurus. Okay. Wir testen das erstmal an dem hier. Bola. Okay. Und? Haben wir ihn? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, jetzt haben wir ihn. Einmal. Zweimal. Okay, er ist betäubt. Nice, das hat schon mal richtig gut funktioniert. Läuft, läuft. Ja, krass, so, bewusstlos. Lege zum Zählen Nahrung ins Inventar. Erstmal hier Narkosemittel, das lässt den, da müssen wir dem immer wieder geben, dann schläft er weiter und wir zähmen den. Und die Gesundheit geht klar. Die Ausdauer und so, okay. Und jetzt lassen wir ein bisschen die Nahrung runtergehen und dann, wenn der frisst, geht quasi immer das Zähmen hoch. So, gucken wir doch mal. Ja, das schmeckt, ne, mein Kleiner. Ja, da, Zähmen geht hoch, Bewusstlosigkeit geht runter. Müssen wir halt immer wieder auffüllen und dann geht's weiter. So, das dauert jetzt auf jeden Fall ein bisschen, Leute. Deshalb warten wir mal ein bisschen. So. Wir sind hier mittlerweile immer noch am Strand am Zähmen. Aber allerdings sind wir jetzt hier... Seht ihr, ich habe ihn jetzt ein bisschen aushungern lassen. Und jetzt hat er halt Hunger und frisst richtig viel. Und dadurch geht das Zähmen jetzt richtig schön schnell hoch. Also viel schneller, als wenn man direkt die Bären oder so halt was reinpackt. Wenn man dem jetzt noch sein Spezialessen gibt, wäre halt noch besser. So Leute, wir haben es gleich geschafft. Er ist fast komplett durch. Hier hauen wir den nochmal kurz eins rein. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Wir können dem auch einfach so ein paar Bären geben. Von den Narkobären, dann bleibt er auch. Das hat denselben Effekt. So, jetzt gleich ist es soweit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, unser erster Dino. Ich freue mich. Ja, los, komm schon. Könnt ihr doch noch mal ein paar Bären hier. Lecker, lecker, lecker. Na los. Da haben wir ihn. Du hast gezähmt.
Parasaurus. Namen. Ja, wie nennen wir den denn? Spike. Spike, der freundliche erste Dino. So. Wir haben für den auf jeden Fall schon mal einen Sattel. Inventar. Sattel ausrüsten. So, Sattel. Und jetzt müssten wir den eigentlich reiten können. So. Jetzt müssen wir ihn eigentlich reiten können, ohne Probleme. Gucken wir doch mal schnell. Spike, Level 11. Der ist sogar noch 2 Level. Der war Level 9, als ich den gezähmt habe. Deaktivierung aufsammeln von Opfergegenständen. Ja. Aktivieren von anderen Zielen. Deaktivieren von Rohstoffen. Nee, wir wollen ihn nicht sterilisieren. Inventar, da können wir dem auch noch Sachen reinpacken. Dann schleppt er für uns die Sachen. Das ist natürlich auch sehr gut. So. Hier packen wir alles rein. Dodo-Eier habe ich übrigens auch gefunden. Ein paar, die kann man irgendwie zum Kochen benutzen. So. Dann reiten wir. Oh mein Gott. Wie geil sieht das denn bitte aus? Oh mein Gott. Wie krass. Wir können mit dem Käfer laufen, Sachen sammeln, aber wir hängen irgendwie fest. Moment. Oh, da hat gekackt. Kacke nehmen wir auch nochmal kurz mit. Den mittelgroßen Kackhaufen. Ne, ich hänge irgendwo dran fest. Ich denke mal, der hängt hier in dem Baum. So, jetzt natürlich nicht den Dino treffen. So. Jetzt geht's aber los. Ja, dann hing der einfach nur fest. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das unnormal geil, Leute. Ja, für alle die, die sich jetzt halt schon mit dem Spiel unnormal auskennen hier, für die ist das jetzt hier natürlich ein bisschen langweilig und deshalb geh aus dem Weg. Und ich werde auf jeden Fall, freut euch auf die nächste Folge. Ich verspreche euch, die Leute, die jetzt noch nicht abonniert haben, sollten jetzt abonnieren. Es wird auf jeden Fall richtig geil, versprochen. So. Unser erster Dino ist in der Base. Spike ist da. Ich wollte hier nochmal kurz gucken, weil der sich gerade, also die, man kann die halt einstellen, dass die einfach stehen bleiben, dass die laufen und alles. Weil, so, jetzt nochmal zu gerade zurück. Ich habe quasi was geplant und das geht halt ein bisschen in die andere Richtung, weil ich gemerkt habe, am Land ist es auf jeden Fall nicht so safe. Ich gebe den Hinweis Wasser. Und ja, es ist einfach unnormal krank. Man wird einfach so schnell in der Ecke gerotzt mit irgendwas. Und ich muss auf jeden Fall erstmal noch ein paar Level machen, ein bisschen aufrüsten und alles. Und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Weil was man hier noch alles freischaltet, ist nicht normal. Von richtig krassen Gewehren bis zu keine Ahnung was. Und wenn man dann natürlich irgendwann mit einem Snipergewehr rumrennt, dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Und dann machen die einen auch nicht sofort platt. Ja, die Bären können wir dem lassen. Dann hat er auch noch was zu essen. Hier, gönn dir mal ein paar. So. Crazy, es ist nebelig. So. Tür zu. Und noch schnell die Sachen sortieren. Zack. Hier das Metall rein. Schnell ein bisschen Metall schmelzen. Sind auch schon wieder zwei Barren. Was haben wir hier? Zack, zack, zack. Ja, kann man auch ruhig nochmal zum Zähmen hier ein bisschen reinpacken. So, hier packen wir die etwas selteneren Sachen rein, so wie Dodo-Eier,
Kreatin da oben und sowas, Holzkohle und alles. Und hier vorne die ersten zwei Kisten machen wir einfach mit den ganzen Sachen, die eh jeder hat oder die man schnell bekommt. Hier noch die Bären rein. Wunderbar. So, Smoker, Smoker, dann rein Fleisch rein. Dann das Fleisch sortieren wir auch nochmal gleich rum. Wo ist unser Dino? Warum bewegt er sich? Komm mal her. Okay, ich muss irgendwas noch umstellen. Irgendwas ist nicht richtig. Der dürfte sich eigentlich nicht bewegen. Jetzt komm her. Spike. So, Folgeabstand. Niedrig, Mittel, Niedrigste. Aktiviere Wand am Wechsel zu. So, jetzt dürfte er eigentlich... Oh mein Gott. Den fange ich mir. Der haut nicht ab. Der haut die ganze Zeit nicht ab. Scheiße. Wir haben keine Bola. Oder habe ich noch eine? Doch, ich habe noch eine. Oh mein Gott, komm her. Dann haben wir auch noch einen Flugsaurier. Und der sieht sogar noch richtig geil aus. Es gibt auch echt richtig hässliche. Oh mein Gott, ich habe aber nur einen Pfeil. Ob der reicht, weiß ich nicht. Nein. Egal, wir haben noch... So, komm, gib mir direkt noch einen Pfeil. Boom. Ja. Oh mein Gott, ja Leute, der ist sogar hier direkt bei uns in der Base. Den zähme ich jetzt auch noch. Geil, der sieht richtig nice aus. Und ich finde die Flugsaurier nämlich hier echt die geilsten. Also den und noch einen anderen. Oh mein Gott. Du bist nice, mein Freund. Du bist aber richtig nice. Komm, gib mir den Pfeil. Gib mir den Pfeil. So Leute, der hat jetzt mittlerweile Hunger. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ich werde den jetzt noch zähmen. Aber das dauert auf jeden Fall richtig lange. Und ja, ich würde sagen, Leute, freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich habe was richtig Geiles vor. Das Spiel ist nämlich unnormal geil und man kann richtig was aus diesem Spiel herausholen. Und ja... So Leute, es ist schon mittlerweile Nacht und es dauert echt ewig. Ich werde jetzt hier sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bereite alles vor und ja, lasst euch überraschen. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, es wäre sehr nett, wenn ihr abonniert. Und für die, die schon abonniert haben, danke erstmal nochmal an der Stelle. Und ja, lasst euch einfach überraschen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.